So verhetzt aus. Ein guter Mensch tut das nicht. Ein guter Mensch, der sein gutes Gewissen hat, tut alles langsam. Doch was, Wozzeck? Was ist heute für ein Wetter? Sehr schlimm, Herr Hauptmann. Wind! Ich spür schon, es ist so was Geschwinges draußen. So ein Wind macht mir den Effekt wie eine Wir haben sowas auf Südnord. Jawohl, Herr Hauptmann. Südnord! Oh, er ist dumm, ganz abscheulich dumm. Gesagt ist, ihr gemacht wurde. Der Herr sprach, lasset die Kleinen zu mir kommen. Was sagt er da?
Was ist das für eine tonlose Antwort? Er macht mich ganz konfus, wenn ich sage, er, so mein ich ihn. Wir armen Leute, sind Sie, Herr Hauptmann, Geld, Geld, wer kein Geld hat. Passet einmal einer seinesgleichen auf die moralische Art in die Welt. Man hat auch sein Fleisch und Blut. Ja, wenn ich ein Herr wär und hätt einen Hut und eine Uhr und ein Augenglas und könnt von ihm reden, ich wollte schon tugendhaft sein. Es muss was Schönes sein, um die Tugend, Herr Hauptmann. Aber ich bin ein armer Kerl. Unser Eins ist doch einmal unselig in dieser unter anderen Welt. Ich glaub, wenn wir in den Himmel kämen, so müssen wir dann helfen. Gut, ich weiß, er ist ein guter Mensch, ein guter Mensch, aber er denkt so viel, er erzählt. Er sieht immer so verhetzt aus. Der Diskurs hat mich angegriffen. Hör jetzt und renne nicht vor. Geh langsam die Straße hinunter, genau in der Mitte. Und nochmals, geh langsam, hübsch langsam. Schöne Jägerei, schießen steht jedem frei. Da möchte ich Jäger sein, da möchte ich stehen. Der Platz ist verflucht. Das Gras hin, wo die Schwämme so nachwachsen.
Anhalten. Was? Ein Feuer. Ein Feuer, das fährt von der Erde. Es herunter wie Posaunen, wie Verrammtrieben. Die Sonne ist unter, drinnen trommeln sie. Still, alles still, als wäre die Now.
muss in die Kaserne. Hast Stecken geschnitten für den Major? Ja, Marie. Ach. Was hast du, Franz? Du siehst, du verstehst. Still, ich hab's heraus. Es war ein Gebild am Himmel und alles im Licht. Ich bin vielen auf der Spur. Und jetzt alles finster, finster. Marie, es war wieder was. Vielleicht steht nicht geschrieben, und sieh es in der Rauch vom Land, wie ein Rauch vom Ewig, Ozeck, ein Mann, ein Wort. Was denn, Herr Doktor? Ich hab's gesehen, Ozeck, er hat wieder gehustet, auf der Straße gehustet, gebellt wie ein Hund. Heb ich ihm dafür alle Tage 3 Groschen, Ozeck? Das ist schlecht. Welt ist schlecht, sehr schlecht. Aber Herr Doktor, wenn einem die Natur kommt... Die Natur kommt! Die Natur kommt! Aberglaube, abscheulicher Aberglaube! Hab ich nicht nachgewiesen, dass das Schwerchfell dem Willen unterworfen ist? Die Natur, Prozent! Der Mensch ist frei, in dem Menschen verkehrt sich die Individualität zur Freiheit. Husch, ein bisschen! Hat er schon seine Bohnen gegessen? Ozeck! Nichts als Bohnen, nichts als Hülsenfrüchte! Merkt er sich!
schätzen Fleisch an. Es gibt eine Revolution in der Wissenschaft. Eiweißfette, Kohlenhydrate, und zwar Oxyalhid, Anhydride. Aber er hat wieder gehustet. Nein, ich ärgere mich nicht. Ärger ist ungesund, ist unwissenschaftlich. Ich bin ganz ruhig. Mein Puls hat seine gewöhnlichen 60 behüt. Wer wird sich über einen Menschen ärgern, wenn es noch ein Molch wäre, der einen unpässlich wird? Aber, Wozzeck, er hätte doch nicht husten sollen! Sehen Sie, Herr Doktor, manchmal hat man so einen Charakter, so eine Struktur, aber mit der Natur ist's was anderes. Sehen Sie, mit der Natur, check, das ist sehr viel, wie soll ich denn sagen? Wieder. Zum Beispiel, wenn die Natur, wenn die Natur aus ist, wenn die Welt so finster wird, dass man mit den Händen an ihr herumtappen müsst, dass man meint, sie verrinnt wie Spinnengewebe. Ach, wenn was ist und doch nicht dunkel ist und nur noch ein roter Schein im Westen wie in einer Esse. An was soll man sich da halten? Herr Doktor, wenn die Sonne im Mittag steht und es ist, als ging die Welt in Feuer, hat schon eine fürchterliche Stimme zu mir geredet. Er hat eine Aberration. Die Schwämme. Haben Sie schon die Ringe von den Schwämmen am Boden gesehen? Linienkreise, Figuren, wer das lesen könnte? Mentalis, partialis, zweite Spezies. Er schien ausgebildet. Was ist? Er kriegt noch mehr Zulage. Tut er noch alles wie sonst? Rasiert seinen Hauptmann. Fettfleischig Molche ist seine Bohnen. Immer ordentlich, Herr Doktor, denn das Menage kriegt das Weib. Darum tu ich's ja. Er ist ein interessanter Fall. Halt er sich nur brav. Wozzeck, er kriegt noch einen Groschen mehr Zulage. Was muss er aber tun? Ach, Marie. Was muss er tun? Marie. Was? Bohnen essen, dann Schöpfenfleisch essen, nicht husten, seinen Hauptmann rasieren, dazwischen die fixe Idee pflegen. Oh, meine Theorie, oh, mein Traum, ich werde unsterblich.
jetzt die Zunge! Thank you.
Eifimunters Ärmchen, der Stuhl drückt ihn, die hellen Tropfen stehen ihm auf der Stirn. Nichts als Arbeit unter der Sonne, sogar Schweiß im Schlaf. Wir arme Geld, Marie, die Löhnung, was vom Hauptmann, vom Doktor. Ich muss fort, Marie. Ach, yes. Exerzitsengel! Nehmen Sie sich Zeit! Verschütt! Laufen Sie nicht so! Laufen Sie nicht! Ein guter Mensch geht nicht so schnell! Ein guter Mensch! Verschütt, verschütt! Ein guter! Sie hetzt sich ja hinter den Tod rein! Ich kann meine Zeit nicht stehlen! Ein guter Mensch! Verschütt, verschütt, verschütt! Aber rennen Sie nicht so, Herr Sargnagel! Sie schleifen ja Ihre Beine auf den Pflaster! Erlauben Sie, dass ich ein Menschenleben rette. Frau in 4 Wochen tot, Kanzer Uteri. Habe schon 20 solche Patienten gehabt. In 4 Wochen. Doktor, erschrecken Sie mich nicht. Es sind schon Leute am Schreck gestorben. Am puren, hellen Schritt. In 4 Wochen gibt ein interessantes Präparat. Oh, oh, oh. Und Sie sehen, aufgedunsen. Fett Dickerhals. Apoplektische Konstitution. Ja, Herr Hauptmann, Sie können eine Apoplexia Cerebri kriegen. Sie können sie aber vielleicht nur auf der einen Seite bekommen. Ja, Sie können auch auf der einen Seite gelähmt werden oder im besten Fall nur unten. Gut. Ja, das sind so ungefähr Ihre Aussichten auf die nächsten 4 Wochen.
kann ich Sie versichern, dass Sie einen von den interessanten Fällen abgeben werden. Und wenn dann Ihre Zunge zum Teil gelähmt wird, so machen wir die unsterblichsten Experimente! Halt, Doktor, ich lasse Sie nicht! Dem Kinn. Schon Plinius spricht davon. Man muss ihn den Soldaten abgewöhnen. Die langen Bärte, was ist von Zweck? Hat er nicht ein Haar aus einem Bart in seinem Schlüssel gefunden? Er versteht mich doch. Ein Haar von einem Menschen. Vom Bart eines Hopins. Oder eines Unteroffiziers, oder eines Hey, Bocek! Aber er hat doch ein braves Weib! Was wollen Sie damit sagen, Herr Doktor? Und Sie, Herr Hauptmann? Was der Kerl für ein Gesicht macht, wumm, wenn auch nicht gerade in der Suppe, aber wenn er sich ein und um die Ecke läuft, vielleicht noch auf einem paar Lippen eins finden, einer nämlich übrigens ein paar Lippen. Ich habe auch meine Wahl, ich liebe dafür, aber Herr, er ist ja keiner gleich. Herr Hauptmann, ich bin ein armer Teufel, das ist nichts auf dieser Welt. Herr Hauptmann, welches Spaß macht was ich? Ich? Was ist er? Herr Hauptmann, was? Die Erde ist manchem Höllenheiß. Der Kutsch! Die Hölle ist kalt! Herr, er will sich erschießen! Nein, Herr! Er schießt mich mit seinen Augen! Herr Hauptmann! Ich mein's gut mit ihm! Es ist unmöglich, Mensch! Es ist unmöglich!
Oh, man muss sehen, man muss greifen können mit den Fäusten. Was hast du, Franz? Ist es noch Marie? Eine Sünde, so dick und breit. Das muss stinken, dass man die Engel zum Himmel hinausreichen kann. Einen roten Mund, einen roten Mund, keine Blase drauf. Das Herz, ich fürchte mich. Du bist schön wie die Sünde, aber kann die Todsünde so schön sein? Marie, da hat er da gestanden, so, so. Teufel, hat er da gestanden? Die Beine Tage lang, die Welt alt ist, können viele Menschen an einer Platte stehen, einer nach dem anderen. Ich habe ihn gesehen. Man kann viel sehen, wenn man zwei Augen hat und wenn man nicht blind ist und man nicht so tut. Du bei ihm.
meine Seele, meine unsterbliche Seele, stinket nach Branntewein, sie stinket und ich weiß nicht warum. Warum ist die Welt so traurig, denn das Geld geht in Verwesung über. Erwiesen mich, Bruder, Freundschaft, warum ist die Welt so schön? Ich freu uns den Nasen, den zweiten Tag, wir kennen sie uns einander, jeden weiß ich. Meine Seele, meine unsterbliche Seele, stinket. Oh, das ist traurig, 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 traurig. Aber war die Geliebte zu
von was hätten der Landmann, der Fassbinder, der Schneider, der Arzt leben sollen, wenn Gott den Tütschen nicht geschaffen hätte? Von was hätte der Schneider leben sollen, wenn Gott nicht den Menschen die Empfindung der Schauhaftigkeit eingepflanzt hätte? Von was der Soldat der Wirt, wenn er ihn nicht mit dem Bedürfnis des Todschießers? Und der Feuchtigkeit ausgerüstet hätte? Darum, Geliebteste, zweifelt nicht, denn es ist alles lieblich und fein. Aber alles irdische ist eitel, selbst das Geld geht in Verwesung über, und meine Seele stinkt nach Branntewein. Was willst du? Ich riech, Blut. Blut, Blut, Blut. Hier wird rot vor den Augen, mir ist es besser. Andres, ich kann nicht schlafen, wenn ich die Augen zumach, dann sieh ich sie doch immer
und ich hör die Geigen immer zu, immer zu. Und dann spricht aus der Wand raus: Hörst du mich, Andres? Ich versteig und springe. Lass ihn tanzen. Dazwischen blitzt es immer vor den Augen wie ein Messer. Gott.
flinks geht's in die Stadt. Es ist noch weit von schneller. Du sollst da bleiben, Marie. Komm, setz dich. Aber ich muss fort. Komm. Bist weit gegangen, Marie. Sollst du die Fliesen nicht mehr rumlaufen? Sieh still hier und so dunkel. Weiß noch, Marie, wie lang es jetzt ist, dass wir uns kennen. Zu Pfingsten 3 Jahre. Und was meinst du, wie lang es noch dauern wird? Ich muss fort! Fürchst dich, Marie, und bist doch fromm und gut. Was du für süße Lippen hast, Marie. Den Himmel geb ich nur und die Seligkeit, wenn ich dich noch oft so küssen wird. Aber ich darf nicht. Was zieht das? Thank you.
tanze zu, trink, schwitzt und stinkt. Es holdet doch noch einmal der Teufel. Es ritten drei Reiter wohl an den Rhein, bei einer Frau wird in der Kirche sie ein. Mein Wein ist gut, mein Bier ist klar, mein Töchterlein liegt auf der... Verdammt! Komm, mach recht! Komm, setz dich her, mach recht! Du bist so heiß. Wart nur, wirst auch kalt werden. Kannst nicht singen. Ich habe das Messer. Ich hab's da gelassen. Näher. Noch näher. Mir graut's. Da regt sich was. Still. Alles still und tot. Mörder! Mörder! Ah, da ruft's. Nein, ich selbst. Marie, Marie, was hast du? Deine rote Schnur und den Hals. Hast dir das rote Halsband verdient? Wie die Ohrin dein mit deiner Sünde. Was hängen dir die schwarzen Haare so wild? Das Messer! Rett mich! Da! Da ist! So, da hinunter. Es taucht ins dunkle Wasser wie ein Stein. Die ganze Welt, es ausplaudern!
liegt zu weit vorn. Sie finden's an Tagen, oder wenn sie nach Muscheln tauchen. Ich find's nicht. Aber ich muss mich waschen. Ich bin blutig. Teufleck! Noch keiner! Doktor, es ist nicht gut zu hören. Das stöhnt, als stürbe ein Mensch. Da ertrinkt jemand. Unheimlich. Der Mond rot, die Nebel grau. Hören Sie, jetzt wieder das Ächzen. Stiller. Jetzt ganz still. Kommen Sie schnell!